Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Wir sind inzwischen in der Version 1.2.1b und in diesem Patch wurde tatsächlich dieser Glitch jetzt rausgenommen, wo man Mail verschickt hat und dann Sachen klonen konnte, den ich ja auch schon vorgestellt hatte, wo Nintendo sogar mein Video gelöscht hat tatsächlich. Also nicht gelöscht, aber sie haben es gesperrt auf der ganzen Welt. Heißt, es kann niemand mehr angucken. Also da eigentlich ein Danke an Nintendo, dass sie es nicht gelöscht haben, sodass ich die Views behalten durfte und auch die Einnahmen davon und sowas. Also Nintendo, gut gemacht und die haben es jetzt auch endlich rausgepatcht. Heißt, endlich kann man nichts mehr klonen. Fand ich sowieso doof, dass das ging. So, und warum starten wir heute im Titelbildschirm? Und zwar möchte ich wissen, was die Melinda sagt, weil heute hat jemand Geburtstag. Und ich frage mich, ob Melinda das anspricht. Hallo, liebe Bewohner, es ist Freitag. Heute hat Carsten Geburtstag. Ja, sie spricht das an. Okay, cool. Herzlichen Glückwunsch! Und das war's auch schon. Okay, aber sie sagt es zumindest. Das wollte ich nur wissen. Das ist interessant. Genau, heute hatte mich der Carsten Geburtstag. Das ist das Pferd, das zuletzt eingezogen ist. Der ist luxuriös veranlagt. Deswegen werden wir erstmal irgendein Item raussuchen müssen. Als Geschenk natürlich für ihn. Das luxuriös ist. Wir könnten ihm ein Sofa-Element schenken. Das sieht schon ganz schön luxuriös aus, oder? Oder habe ich vielleicht sogar irgendwas, wo Luxus mit drin steckt? So ein Antikschrank wäre natürlich auch geil. Ich könnte ihm eine Luxus-Badewanne geben. Da steckt zumindest das Wort Luxus drin. Ich glaube, diese Badewanne passt sowieso nicht zu mir so gut. Deswegen, ich glaube, ich nehme die mit und die werden wir dann dem Carsten schenken. Alles klar, Geburtstagsgeschenk ist ready. Beziehungsweise noch nicht ganz. Wir müssen noch mal ganz kurz in den Nogladen reingehen, um natürlich unser Geschenk auch noch einzupacken. Ein Geschenk, was man nicht aufreißen kann, ist ein doofes Geschenk. Und holy shit, was ist das denn für ein geiles Teil? Eine Asienkommode. Die nicht mal viel kostet, nehme ich, danke. Und dann hier noch mal ganz kurz ein paar Geschenkdinger. Haben wir Gold? Ja, nee, gelb. Naja, gut. Schön die Luxusbadewanne in so ein blödes Geschenkpapier einpacken. Hallo Carsten! Bin auch da. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät und auch nicht zu früh. Eventuell bin ich zu früh. Ab wann feiern? Ah nein, ich bin genau richtig. Hey, wir haben den einen Tag im Jahr, in dem es nur um meine Wenigkeit geht. Haha! Das reimt sich. Und Aki ist auch schon da. Geil. Ich mag Carsten tatsächlich sehr, sehr gerne. Das ist auch mein allererstes... War ich überhaupt schon mal bei Carsten drin? Ich bin mir gar nicht sicher. Das ist mein allererster Geburtstag in Animal Crossing. Voll cool. Er hat ja einen Kakaobaum und sowas. Und er freut sich voll. Hallo Carsten. Ein neues Jahr. Ein neues Kapitel im bewegten Leben desjenigen, den sie Carsten nannten. Besonders denkwürdig war das Geschenk, das Aki mir soeben überreicht hat. Also, gibt es da etwas, das ich wissen sollte? Was soll das denn? Das Geschenk von Aki war richtig gut. Wenn du mir jetzt kein besseres gibst, dann kannst du gleich wieder verschwinden. So hört sich das ein bisschen an. Aber klar, ich habe auch ein Geschenk für dich. Ach, sogar eingepackt. Ah, sieh einer an. Darf ich es aufmachen? Ach, das ist ja... Wow, so spendabel. Ich musste ein neues Wort erfinden, um diese Großzügigkeit zu beschreiben. Spendabel ist aber kein neues Wort. Wie? Das Wort gibt es schon? Da war wohl jemand schneller. Tja, dabei wollte ich es dir widmen. Ja, spendabel. Das ist mein zweiter Name. Mir fällt jetzt erst auf, wie wunderschöne Augen der Carsten hat. So richtig schönes Blau. Dunkelblau mäßig. Und wo hat Aki bitte diese Brille her? What the fuck? War das der beste Geburtstag überhaupt? Ja! Lag es an deinem Geschenk? Ja! Wirklich wahr? Ja! Wenn ich noch weitere Fragen stelle? Nein! Okay. Solange es dir gut geht, Carsten, ist alles gut. Geburtstage haben ist großartig, weil sonst müssen wir schon alle gebannt zuhören. Haha. Ja, hast du recht, Carsten. Ich fühle mich älter und gelassener, erfahrener. Hey, niemand hat mir gesagt, dass das passieren würde. Wie mache ich das rückgängig? Die Bürde des Geburtstagsabends. Danke, dass du heute mit mir gefeiert hast. Das bedeutet mir viel, weißt du? Wie? Du erwartest ein Haar? Aber ich meine es ernst. Mir liegt ernsthaft etwas an deiner Anwesenheit. Das ist schon alles, was man am Geburtstag machen kann. Also zumindest schön eingerichtet und auch mit diesen ganzen Wimpeln hier. Das ist schon witzig. Ach, das ist, der ganze Tisch ist einfach ein Geburtstagstisch. Ja, cool. Und was läuft hier? Das Geburtstagslied, natürlich. Und Aki, was hast du noch? Schön, dass du auch hier bist. Ich hoffe, ich hatte gehofft, dass du kommst. Carsten feiert sein Geburtstag. Also lass wir es krachen, Gosei-was. Ja, Party. Warte mal, Lizzie. An meinem Geburtstag behalte ich mir das Recht vor, jederzeit eine emotionale Ansprache zu halten. Aha, war nur ein Witz. Doch ich danke dir für alles und das meine ich ernst. Ich komme gleich nochmal wieder, Carsten. Okay, Carsten, nur für dich. Happy Birthday! Happy Birthday! Birthday! Nur für dich, Carsten! Ja, ganz viel Konfetti und du darfst alles wieder sauber machen. Oh Mann, das interessiert ihn gar nicht.
Gut, setze ich mich halt hin und mach das nochmal. Aki, du auch. Schön ins Gesicht. Happy Birthday. Ja, alles für dich. Ganz viel Konfetti. Puh, 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 puh. Alles Gute, Carsten. Tschüss, Carsten. Wie es dir nicht juckt. Okay, ich habe mir mehr erhofft von den Geburtstagsfeiern. Aber ist auch okay. Das mit Aziza mache ich später. Heute soll es dann darum gehen, dass wir hier den Bereich rund um die Schneiderei ein bisschen anpassen. Ich habe hier schon ein paar dieser Büsche hingestellt, damit das nicht so ganz leer aussieht. Und die Bäume waren eigentlich nur da, damit sie wachsen, weil das der einzige Platz ist, wo ich noch so richtig Platz habe. Und dann sollte hier eigentlich einer hin, also hier an diese Ecke. Aber irgendwie darf ich da keinen Baum pflanzen. Ich weiß nicht genau warum, aber es geht anscheinend nicht. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wir werden hier... Ich wollte erst so eine Art Konzertsaal machen, aber wir machen jetzt stattdessen eine Gärtnerei hier vor. Dann ist quasi die Schneiderei eine Gärtnerei. Klingt das gut? Das klingt gut. Dafür muss ich allerdings erstmal nochmal reingehen, weil ich brauche dafür erstmal einen QR-Code. Genau, der Nanasee hier. Unten links seht ihr nochmal die Designer-Nummer von dem. Der hat hier so Beet-QR-Codes gehabt und die würde ich gerne nutzen. Jetzt ist so die Frage, welche genau. Also die hier sind schon mal schön neutral, die nehme ich. Den seitlichen dann auch vielleicht noch. Ja, passt. Ich glaube, ich brauche da gar nicht so viele. So, dann müssen wir natürlich jetzt hier den ganzen Weg erstmal bepflastern, damit das nicht alles so Grünzeug ist, weil grün ist schon ein Garten, aber nicht den Gärtnereigarten, den ich hier gerne haben wollen würde. Heißt, wir gehen in den Inseldesigner rein. Und kleistern das. Ich würde sagen, einfach mit dem Trampelpfad hier voll. Einfach, ne, bis hier. Also, ja, bis zum Weg einfach. So, dann ist der Bereich schon mal abgekleistert hier. Da ist noch ein Geschenk, das will ich natürlich schon haben. Schön mit der goldenen Schleuder, ja, ja. Das war nicht das Geschenk, das war mein schöner Kakaobaum. Den könnten wir eigentlich auch da benutzen. Egal, ich packe ihn erstmal wieder hin. Schön in die Ecke, danke. Wenn mir das Spiel schon keine Gärtnerei gibt für Gerd, dann baue ich ihm eben eine. Und wenn dann Gerd doch nochmal irgendwann ins Spiel reingepatcht wird, dass er ein eigenes Gebäude bekommt, dann muss die Schneiderei halt hier wieder weg. Das ist ja alles kein Problem. So, ich finde aber, das sieht ja noch ein bisschen doof aus, wenn die Büsche, also wenn unter den Büschen nichts ist. Jetzt muss ich nochmal alle ausbuddeln. Und dann packen wir da Schwarzerde unter. Zack. Ich finde, diese Schwarzerde ist perfekt für Blumen und sowas. Deswegen werden wir die jetzt auch als Kontrast zu dem Trampelweg benutzen. Das ist halt einfach so eine Blumenerde. Ich finde die richtig schön. Ach ja, die pflanzt man ja vor sich, genau. Kauft bei aber nicht zu viele Hecken. Das Problem hatte ich nämlich. Weil die kann man auch nicht ins Lager packen, wenn die einmal da sind. Wieso habe ich jetzt eigentlich eine Hecke mehr, als ich eben aufgesammelt habe? Hä? Okay, whatever. Die Hecken vermehren sich einfach in meinem Inventar. Es gibt ja irgendwie so ganz viele verschiedene Hecken. Also die... Man kann das so machen, dass man zu jeder Jahreszeit immer eine Hecke hat. Also, oder besser zu jeder Blütenzeit. Weil diese Hecken werden irgendwann nicht mehr blühen. Aber man kann es halt so machen, dass im ganzen Jahr immer Hecken da sind. Die blühen, habe ich jetzt aber nicht dran gedacht. Ist ja auch egal. So, was machen wir jetzt? Jetzt halt die Frage, wie ich den Weg überhaupt zur Modeschneiderei mache. Weil der Weg hier ist ja nicht synchron damit. Mist, was habe ich mir dabei gedacht? Wieso habe ich die Schneiderei nicht ein bisschen weiter links gesetzt? Ich Dummkopf. Oh nein. Aber der Weg muss hier sein, weil da oben ist halt mein Haus. Das habe ich jetzt auch nochmal verändert. Habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ich muss euch auch gleich vorne nochmal bei meinem Haus was zeigen. Aber später. Hier habe ich auch die Wände nochmal angepasst. Das waren davor alles diese Asienzäune, diese roten. Aber ich finde, um mein Anwesen herum müsste das alles dieser Asienzaun sein, damit das alles ein bisschen mehr schlossartig wirkt. Ihr wird auch, wenn ihr mein Haus von vorne seht, dann werdet ihr auch wissen, warum ich das so machen wollte oder musste. Aber jetzt machen wir uns erstmal hier mit dem Garten nochmal was. Hier wird denn so ein Naturalpfad aussehen. Wäre das okay? Nee, der ist irgendwie hässlich. Mann, das ist so doof, dass diese Wege nicht abschließen, dass da dann immer noch so ein bisschen grün zwischen ist. Was habe ich denn sonst noch so... Ach, guck mal hier, ich habe so Steinwege. Die könnte man hier vielleicht hinpacken. Ein schöner Steinweg. Doch, doch. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ist jetzt nicht das Hübscheste, aber ist in Ordnung. Ja, doch, passt. So, und dann werden wir jetzt einfach mit den Designs, die ich ja eben runtergeladen habe, so ein paar Wege hier rein knuddeln.
Und da kommen dann quasi unsere Saaten einfach drauf. Also so richtig nach was aussieht, tut das jetzt noch nicht. Ich hole einfach mal ein paar Kleinigkeiten und gucke dann, wie es aussieht. Das fällt und steht immer alles, wie, je nachdem, wie man das alles einrichtet, Leute. Mit Items sieht das bestimmt gut aus. Mal gucken. Na, von hier oben ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Dann ist da zumindest mal irgendwas. Okay, ich habe jetzt ein paar Items auf jeden Fall mitgenommen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich dich hier irgendwie ganz toll verwursten kann. Wir können ja... Ich war auch so schlau und habe hier erstmal eine Behelfsbank natürlich mitgenommen. Damit ich noch ein bisschen mehr hier bauen kann. Ich will jetzt eigentlich gerade nichts bauen, danke. So, passt der vielleicht da ganz toll in die Ecke, damit das hier nicht so auffällt? Ja, finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Okay, soweit so gut. Und ihr kennt mich, Leute. Verkaufsstände sind einer meiner absoluten Lieblingsitems in diesem Spiel. So, ja, jetzt ist das natürlich doof. Jetzt ist es natürlich doof mit diesem Moosgesteck da hinten. Okay, okay, okay. Ja, für den Anfang gar nicht so schlecht. Hier fehlen dann noch die ganzen Blumen, ist klar. Und neuer Ansatz, Leute. Ich werde hier jetzt alles mit Stein bepflastern, weil sobald man hier hochgegangen ist, ist das gar nicht mehr so wichtig, ob man, glaube ich, einfach schnurstracks hochgeht oder nicht, oder? Deswegen werde ich jetzt hier einfach den Steinweg bis ganz nach rechts weiterführen. Und dann hatte ich nämlich noch die tolle Idee, hier einfach einen Verkaufsautomaten hinzustellen. Geil, oder? Ich meine, nur mit Gärtnerei kann man ja heutzutage nicht mehr leben. Da muss dann auch mal so ein Verkaufsautomat hierher. So, daneben darf natürlich der Getränkeautomat nicht fehlen. Und dann geht's den Leuten hier doch gut. Und so könnte man dann hier zwischen zum Beispiel auch noch irgendwas hinpacken. Irgendwas Witziges. Naja, ich schmeiß hier nochmal mein ganzes Zeug hin und dann gucken wir gleich mal, wie das im Endeffekt aussieht. Bin gespannt. Okay, also aus irgendeinem Grund habe ich mega unterschätzt, wie viele Pflanzen man dafür braucht. Deswegen, ich hatte einfach nur ein einziges Moosgesteck, was ich da pflanzen konnte. Bin jetzt auf jeden Fall fertig und das sieht jetzt vorerst so aus. Ich habe jetzt einfach meine Modelle hier hingetan, die ich bisher schon bekommen habe von dem Flick. Ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt. Und ja, so sieht das jetzt erstmal aus mit diesem komischen Silo. Und ich habe hier einen Verkaufsstand, wo ich eigentlich, hier in den Verkaufsstand sollte eigentlich das Ding hier rein. Aber anscheinend ist das zu groß für den Verkaufsstand. Weiß der Geier warum. Heißt, in den Verkaufsstand wird doch irgendwas anderes reinkommen. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass der riesige Japan-Falter hier einfach alles aufgefressen hat. Und die Wespe auch. Und der Marienkäfer erst. Ja, ja. Und theoretisch könnte man jetzt hier Rasen mähen, wenn man Bock zu hat. Oder sich Wasser holen. Verdammt, da hat ja nichts funktioniert hier. Aber ja, so sieht das jetzt halt erstmal aus. Ich finde es nicht so schlecht, ich finde es auf jeden Fall besser als vorher. So viel ist klar. Und jetzt kann man sich halt hier so cool hinsetzen und Leuten was verkaufen, die einen dann nicht mal in die Augen gucken können. Yay. Nice, oder? Also mir gefällt's. Vor allem, wenn man halt von meinem Haus hier runterläuft, dann sieht man zumindest, dass im Hintergrund schon irgendwas ist und sowas. Das gefällt mir immer ganz, ganz gut. Als wenn da einfach gar nichts wäre. Doch, doch, ich finde die Ebene hier oben schon mal ganz hübsch. Und hier kommt dann halt auch noch irgendwas hin. Ich weiß noch nicht ganz genau was. Und mit der Zeit werde ich hier dann auch noch Pflanzen und sowas einpflanzen. Theoretisch könnte man halt auch Blumen hier pflanzen, aber da bin ich mir nicht so sicher. Ich hätte halt schon lieber diese Pflanzen, die zum Beispiel jetzt beim Café sind. Wollen wir mal kurz hingehen. Ach, die sind hier gar nicht. Ja, nice, wo sind meine Pflanzen hin? Ich hatte mal so komisch weiße Pflanzen. Okay, merkwürdig. Ich glaube, hier ist ein Pflanzendieb auf meiner Insel. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Aber ich wollte euch nochmal kurz zeigen, was ich natürlich noch verändert habe. Also ich habe hier die ganzen Zäune noch verändert und überall diese Japan-Lampen hingestellt, weil ich habe dafür ein ganz tolles DIY bekommen und ich mag die. Die sehen witzig aus. Habe da dann auch noch so ein Pfad halt hingepackt mit diesen ganzen Lampen. Kann man durchlaufen. Sieht im Dunkeln noch besser aus. Ich spiele allgemein mehr im Dunkeln als im Hellen, deswegen ist meine Insel eigentlich fürs Dunkle angepasst. Ganz schön merkwürdig, das alles im Hellen zu sehen. Und ihr seht da hinten vielleicht auch schon, das ist jetzt so ein Silo und ich habe diese Silos wirklich ein paar Mal hier hingetan. Und ich habe jetzt hier quasi so eine Burg. Also hier habe ich diese ganzen Büsche zum Beispiel auch weggenommen. Und wenn man jetzt nach oben guckt, dann sieht das so ein bisschen aus wie eine Burg. Dann nochmal Dank an den Jay, der hat mir nämlich gestern, oder vorgestern? Ich glaube vorgestern, diese Steinlöwen gemacht. Die sind ja wohl sowas von cool und die gehören sowas von zur Burg. Fand ich aber ganz hübsch. Ja, dann sind diese, also das hier sind Silos. Und die sehen dann aber halt so aus, wenn man die jetzt nicht gerade von vorne sieht.
und so komisch anmalt, wie Türmchen. Und zusammen mit dieser Japan-Mauer gibt das für mich zumindest den Flair so wieder, als wenn ich jetzt so eine richtige Burg hier oben hätte. Ich finde das ganz hübsch, als wenn ich so eine eigene Pagode hätte. Was meint ihr, Leute? Rudolf findet es auf jeden Fall richtig geil anscheinend. Schau an, wenn das mal nicht nett ist, hier ist nett, dich zu sehen. Ja, ne? Dich auch. Dich zu sehen, haltet mein Tag immer auf. Also ein klitzekleines bisschen zumindest. Das ist toll, Rudolf. Ich mag Rudolf. Der wollte neulich ausziehen, aber ich habe ihn nicht gelassen. Ja, aber ansonsten, wir haben noch ein paar Meilen bekommen. Ich glaube, weil ich mit ein paar Leuten geredet habe. Ich habe Sachen hergestellt. Und wahrscheinlich kriegt man auch noch was, weil man eine Geburtstagsfeier gefeiert hat. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Zack. Nee, Möbelumgestalter, okay. Aber für den Geburtstag kriegt man auch was, ne? Ja, Gratulantenbonus. Einem anderen Solana zum Geburtstag zu gratulieren. Ja, bitte, was stand da? Macht Freude und Freunde. Und wenn es dafür genug Meilen gibt, macht das sogar noch mehr Freude. Ach du Scheiße, den zweiten Meilenstein musst du einfach 10 Leuten gratulieren. Also all deinen Bewohnern einmal. Nach einem Jahr hast du gerade mal die zweite. Okay, das kann dauern. Aber sonst hat sich hier nicht viel verändert. Das hier muss ich nochmal ändern, weil der Heinz ist jetzt woanders hingezogen. Wo ist der denn eigentlich hingezogen? Ach, der ist einfach nach rechts gezogen. Ist nicht so wichtig, wo der ist. Oh, ich habe meine erste schwarze Rose hier selbst gezüchtet. Das ist ja awesome. Cool. Dann kann ich die beim nächsten Mal gießen mit meiner Goldkanne. Ich glaube, jetzt bringt das noch nichts, oder? Wenn ich die jetzt gieße, wird sie dann schon golden? Ich habe gehört, wenn man schwarze Rosen mit einer goldenen Gießkanne gießt, dann werden sie golden. Na, mal gucken, was da passiert. Aber ja, das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. War wahrscheinlich auch wieder eine sehr kurze Folge, weil ich nicht viel kommentiert habe, wie ich das da alles gemacht habe. Mit meinem Garten von Eden. Aber ja, geht peu à peu hier voran. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr was zu meinem Garten sagt. Ob ihr den gut findet, schlecht findet. Verbesserungsvorschläge auch immer gern gesehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.